Sonja, wir arbeiten schon seit 5 Jahren miteinander und das ist nun schon die 2. Ausstellung, aber du warst in verschiedenen Gruppenausstellungen auch dabei. Diese Ausstellung trägt den Titel Above the Crocodiles und wir wiederum stehen hier auf Asphaltstücken, die der Stadt entnommen sind, sozusagen urbane Teile, die du vorgefunden hast und die du dir ja auch wirklich ausgeschnitten hast, ja, so wie man vielleicht aus einem Papier einen Teil ausschneidet. Mich würde jetzt interessieren, wie kommst du diesem Titel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie kommt es dazu, dass hier an der Galerie Nexer Stefan plötzlich diese Asphaltstücke liegen? Die Asphaltstücke, auf denen wir stehen, die habe ich im Sommer dieses Jahres aus verschiedenen Teilen der Stadt herausgeschnitten, die aus meinem persönlichen Umfeld kommen. Es sind 5 verschiedene Orte der Stadt, wo ich das Glück hatte, dass mich die Stadt unterstützt hat und mir mit einer Baustelle zur Hilfe war, um diese Stücke aus der Straße rauszuschneiden. Die Stücke, auf denen wir hier stehen, sind Orte, die sehr starke Spuren in sich tragen, die ich so wie Stadtbilder auch wahrgenommen habe beim Vorbeigehen. Und es war schon lange mein Wunsch, hier in der Galerie Nexer Stefan eine Bodenarbeit zu machen, weil der Parkett, auf den wir auch stehen und der sich unter den Asphaltstücken befindet, sehr markant und dominant ist. Und ich fand es interessant, diesen einen Aspekt der Stadt mit einem ganz anderen Aspekt der Stadt zu überlagern. Einerseits ist es das Gründerzeit Wien und zum anderen ist es die Architektur der Straße, die sich permanent modifiziert und wandelt. Interessanterweise ist ja diese Galerie 1923 gegründet worden. Also es gibt auch hier so ein historisches Moment und ich könnte mir ja vorstellen, dass dieser Asphalt natürlich in der Zeit, wie die Galerie gegründet worden ist, ja natürlich schon irgendwie existiert hat und halt irgendwie mit zwischen Pferdewagen und dann später Autos, Radeln, zu Fuß, nicht, wurde das alles auch damals abgewandert. Es gibt eben diesen urbanen Aspekt in deinem Werk, der sehr, sehr wesentlich ist. Genau, ich arbeite sehr stark raumbezogen und auch oft schon vorher mit dem Aspekt des Bodens, der vor allem hier in der Galerie Nexer Stefan sehr interessant ist, da sich die Galerie sehr stark durch Malerei definiert. Ich fand eben diesen Aspekt, auch diesen malerischen der Asphaltstücke, einen sehr wichtigen Aspekt in dem Malereikontext der Galerie. Für mich wiederum ist interessant, dass hier ein Stück Realität kommt, nicht? Also ein Stück eben einer Außenrealität plötzlich in den Kunstkontext kommt. Und das ist ja dieser Transformierungsprozess, der ja sozusagen, also diese Veränderung in der Wahrnehmung sozusagen, der so entscheidend ist in deiner Arbeit. Bei den Asphaltstücken, besonders eben auch bei der Architektur der Straße, ich arbeite schon lange mit dem Interesse für die Straße als Architektur, eben auch aus dem Grund heraus, weil es ein Zeitraum ist und weil sich dieser Zeitraum sehr stark über ein Netzwerk an Verbindungen definiert, die eine Straße zu einer anderen Straße darstellen. Und hier alle zusammen sind es praktisch verschiedene Straßen, über die man wandern kann und die sich hier kurz schließen. Aus dem Aspekt heraus finde ich es interessant, dass man eben auf dem Stück Straße hier steht und auch Teil dieser Arbeit wird, dass es die auch hier sich sozusagen der Raum auch über dieses drüber sich drüber bewegen. Und auch hier ist der Raum eigentlich ein Verbindungsraum, der alle Räume der Galerie miteinander verbindet, so das Durchgangszimmer. Wir haben ja hier auch diesen Platzhalter, den wir ja eigentlich auch herumgehen können und der so das Performative markiert und sowie natürlich Bewegung in der Straße, auf der Straße. Genau. Der Platzhalter, der ist ein performatives Objekt und die Besucher können es eben nehmen und auf eine andere Stelle im Raum positionieren. Diese Teile sozusagen, die sind ja auch aus dem Alltag, nämlich das sind so Sonnenschutzblenden für die Autos, wenn ich das richtig verstehe. Und auch eine sehr ungewöhnliche Form. Bei den Siebdrucken geht es um einen Maßstabsprung. Wir befinden uns ja hier auf 1:1 Ausschnitten von eigentlich meinem persönlichen Umfeld. Und hier hingegen ist es ein Foto, das aufgenommen wurde, das weit entfernteste, das jemals gemacht wurde von der Erde. Und zwar wurde die Voyager in den 90er Jahren einmal gedreht und dann hat sie dieses Foto gemacht mit dem Titel The Pale Blue Dot. Das ist ein sehr abstraktes Bild und es gibt viele blasse Punkte
in diesem Bild, aber einer davon, das sind eben wir. Wir, unsere Erde. Unsere Erde. Und ich fand das sehr schön, es auf ein Material zu drucken, das in Bezug zur Sonne steht, dass sozusagen diese Gegenrichtung, sozusagen einmal der Blick zurück und einmal diese Gegenrichtung thematisiert. Wir reden ja hier von Realitäten, städtischen Realitäten, die jetzt in der Galerie sind. Und wir haben drüben dieses Video, das heißt The War of the Crocodile. Das ist auch eben der Titel deiner Ausstellung. Und wie ist es jetzt zu diesem Titel gekommen? Das zeigt ja dieses Video. Der Titel des Videos kommt eigentlich aus dem Dialog, den die zwei ISS-Astronauten, die russischen ISS-Astronauten, führen. Und zwar ist es eine Sequenz, wo sie... Also man kann sich das so vorstellen, zwei Astronauten filmen von der ISS-Station aus auf die Erde und suchen was. Und sie fliegen einmal über Utah und finden eine Krokodilfarm und unterhalten sich dann darüber, über diese Krokodilfarm. Das Video hat ja viele Ebenen. Es ist zum Beispiel, es ist ja Footage-Material. Genau. Und es wird aber zum Beispiel eine fremde Person eingeblendet, die gar nicht sozusagen jetzt zu diesen, die gar nicht tatsächlich vorhanden ist in diesem Footage-Material. Und das ist eben eine Frau und die tut so ein bisschen dazwischen plaudern, ja. Und die hat natürlich eine bestimmte Funktion. Und welche Funktion hast du dir da wirklich ganz genau gedacht? Okay, die Frau, die ich da eingebaut habe in das Video, das ist eine fiktive Astronautin und die repräsentiert meinen eigenen Kommentar, den ich zwischen diesen ISS-Astronauten hineinkollagiert habe. Und es geht eher um persönliche Fragen, die ich in Bezug auf unsere Umwelt und auf das Filmmaterial eingefügt habe. Die Installation, die du gemacht hast für die Moskau Biennale, die hat eben nicht nur den Film beinhaltet, sondern eben auch Hocker. Und diese fünf Hocker hast du mit Stoffen sozusagen umzogen, die aus der Sowjetzeit stammen. Also diese Stoffe sind ja ganz klare sozusagen Botschaften, nicht? Also wo hast du die gefunden? Ich war von der Moskau Biennale eingeladen, nach Ivanovo zu fahren. Das ist die Hauptstadt für Stoffproduktion. Und von 19. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert. Und da habe ich diese Propagandastoffe gefunden, wo Russland versucht hat, in alltäglichen Situationen kleine politische Botschaften zu streuen über die Muster der Stoffe. Und ich fand das sehr interessant in Bezug auf die internationale Raumstation, weil das eine ist ja ein Raum, wo sich verschiedene Staaten für ein gemeinsames Projekt treffen, das andere ist sozusagen fast schon die Gegenrichtung, wo sich ein Staat abschirmt von allen anderen Staaten. Und während ich in Russland war, war das Thema der Sanktion ein sehr präsentes Thema und es hat mich ein bisschen an diese Propagandazeit der 30er, 40er und 50er Jahre erinnert, also die politische Situation. Zu diesen Hockern, die nennen sich natürlich nicht Hocker, sondern das sind, bestehen ja aus Eisen oder Stahl beziehungsweise ist Stahl. Genau, eigentlich wollte ich zu dem Video Skulpturen machen, die mit Stoff bezogen sind und ich fand da die I-Träger als Form sehr schön, weil das I steht ja auch für Ich, für I. Mhm. Und ich wollte eine Skulptur haben, auf der man sitzt und von der man das Video aus betrachten kann. Und die Stoffe, die ich gewählt habe, sind eben diese Stoffe aus der Propagandazeit, die aber auch nicht sofort verraten, woher sie kommen, aber wo diese geheimen Botschaften integriert sind aus dem sehr kommunistischen Russland und die, auf denen man sitzt und die man vielleicht dann erst in einem zweiten Blick auch wahrnimmt. Gehen wir zum ersten Raum, weil im ersten Raum geht es eigentlich um ein Gleichgewicht. Also du kommst rein, dann wird einmal dein Kopf stößt sozusagen an eine Wand in einem Raum, wo du ja sonst, den du normalerweise offen hast. Und es wird dir ein Gleichgewicht mit einem mit Wasser gefüllten Ballon, sagen wir mal, hergestellt. Ist sehr aufwendig hergestellt und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt unbedingt diesen Ball in Bewegung bringen sollen, weil sonst würde das ganze System zusammenbrechen.
wir schlendern da durch und eigentlich kennen wir uns nicht so ganz aus, aber ich finde ja eben, dass Gleichgewicht eine Frage, eine politische Frage ist, heute die extrem wichtig ist und wir sehen ja eigentlich immer, dass wir sehr aus dem Gleichgewicht geraten sind. Gab es so Überlegungen in der Richtung? Oder? Ja, also die Arbeit, die heißt Instabil auf Unstabil und es geht eigentlich um die Überlegung, wie ein System sich in einem Gleichgewicht hält. Und ich habe eben meine Wand gebaut. Wenn man reinkommt, sieht man den Raum nicht sofort, sondern man stößt auf diese Wand. Und wenn man dann hinter die Wand geht, sieht man, dass sie von einem Gegengewicht gehalten wird. Und dieses Gegengewicht ist mit Wasser gefüllt. Und das kam eigentlich auch aus der Überlegung heraus, dass wir im Moment eine sehr starke, dass nicht nur das politische System sehr unstabil ist oder das wirtschaftliche, sondern auch unser ökologisches. Du hast zu dieser Ausstellung auch eine Künstlerin eingeladen, mit der du schon zusammengearbeitet hast, nämlich mit Alice Könitz, die auch in Los Angeles wohnt und arbeitet und jetzt gerade einen tollen Preis gewonnen hat und sozusagen im Login unten eine Arbeit macht. Dr. Gundulas Office, also auch hinten einige Werke, manche habt ihr gemeinsam gemacht. Und das hat ja auch so etwas so Modellhaftes, so wie sie funktioniert und eigentlich auch aus den üblichen Begrifflichkeiten sich eigentlich permanent löst. Hier hat Alice eben den unteren Raum bespielt und den letzten Raum und bildet so wie eine Art Klammer für meine Ausstellung. Der Gundulas Office, es ist ja einfach ein wahnsinnig schöner poetischer Begriff oder Ersetzung, eine poetische Setzung, ja. Auf der einen Seite denkst du, aha, okay, ein Office und dann die Frau Dr. Gundula als Vorname. Man denkt immer Doktor gleich Ärztin oder irgendwie so etwas, nicht? Aber sie hat dort eine sehr spezifische Arbeit entwickelt für den Raum. Dr. Gundula ist eine fiktive Person, für die Alice verschiedene Räume gebaut hat und das ist, glaube ich, schon der dritte Raum. Und ich glaube, Alice hat sich von dem Freudschen Wien inspirieren lassen und hat das Dr. Gundulas Office danach designt und auch benannt. Und der Raum besteht aus einem Paravent, einem Sitz und einem Bild. Und es, glaube ich, sehr stark geht sie räumlich auf den Raum ein, weil man sieht ja von zwei verschiedenen Seiten auf oder in den Raum. Es sind zwei Schaufenster, durch die sich der Raum erschließt, durch den Blick. Und dazwischen gibt es diesen Paravent, der nochmal einen weiteren Durchblick schafft im Raum.